Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir finden können und Tiefen und dann Wolf Inn und hier haben wir das Achievement Entdeckung in den Erdwühlerminen. Und dafür müssen wir Folgendes machen: findet und öffnet alle robusten Truhen, die in den Erdwühlerminen verborgen sind. Und das sind in dem Fall 5, meistens sind es 4, hier ist es quasi eine mehr. Und ich würde sagen, wir legen da mal los. Ich bin einmal schon in dem Delph drin. Das könnt ihr hier betreten, quasi auf den Koordinaten 38, 73 in der Insel von Dorn oder auf der Insel von Dorn, besser gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Die erste haben wir gleich am Anfang. Und zwar ist die hier hinter diesem Kran, ne? Also ihr seht, hier direkt nach dem Eingang hinter dem Kran. Da haben wir das. Dann laufen wir gleich weiter. Die nächste ist auch relativ nah am Eingang. Da müssen wir einmal hier um die Kurve drum. Und ebenfalls wieder in so einer Sackgasse haben wir die. Und die ist diesmal hier hinten oben auf dem Stein, ne? Da müssen wir ein bisschen rumjumpen. Ich habe die jetzt auch schon aufgemacht. Da haben wir die einmal rumliegen. Dann schauen wir weiter. Kommen wir als nächstes hier in diesen großen Raum rein. Und da haben wir eine hier hinten in der Ecke. Und zwar ist die... Ah, die muss, glaube ich, oben sein, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, die muss irgendwo da oben drauf sein. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, muss von oben drauf springen. Schau mal an. Guck mal, die ist da oben auf den Kran drauf. Okay, dann holen wir uns erstmal die andere. Die ist, glaube ich, da hinten irgendwo drin. Die habe ich nämlich auch schon aufgemacht. Also die ist jetzt quasi hier neben dem Aufgang. Hier haben wir die. Dann gehen wir jetzt die Treppe oder hier diese Rampe, besser gesagt, nach oben. Und schauen mal, dass wir auf diesen Kran drauf jumpen. Jetzt mal gucken, ob das vernünftig klappt. Also irgendwie so müsste es gehen. Jawollo. Und dann können wir das Teil aufmachen. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt 4 Stück. Und hinten im quasi Endboss-Raum haben wir dann die letzte. Da sprinten wir jetzt einmal hin. Ich habe zwischenrein ein paar Mobs ausgelassen. Die müssen wir jetzt dann gleich auch quasi nochmal durchstealthen. Das waren so Bossviecher, die ihm doch ein bisschen viel Schaden gemacht haben. Und achso, ja, wenn ihr euch fragt, was das jetzt für ein Addon ist, dass das auf der Map auch anzeigt, das ist einmal Handy Notes und Handy Notes The War Within, ne, um einfach dann diese Map-Dinger aktiv zu haben. Ich habe jetzt hier auch noch bereits abgeschlossene eingeblendet, dass ich euch die jetzt noch zeigen konnte, weil die sind tatsächlich für den kompletten Battle.net-Account. Heißt, wenn ihr die auf einem anderen Char öffnet, dann sind die selbst auf eurem Main auch schon quasi einmal aufgemacht. Und ja, ich habe das dann teilweise beim Leveln schon mitgenommen. Genau, da seht ihr diese krassen Mobs, die sind irgendwie ein bisschen derbe gescaled. Die habe ich mal ausgelassen, aber wir können ja durchstealthen, alles kein Stress. Und dann nehmen wir jetzt hier die letzte Kiste mit. Die ist nämlich hinten im Endboss-Raum, ne? Hier an der Seite hinter so ein paar Loren versteckt. Und auch die machen wir auf. Und dann gibt es einmal hier unser Achievement. Gut, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Sind wir wieder mit einem Delph mit den Schätzen durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn es noch Fragen gibt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.